Simplicissimus hat ein Video hochgeladen. Woke? Nee, Simplicissimus, nicht Space Frogs. Sorry, für durcheinander gebracht. Woke sein ersetzt Christentum. Christen sterben. Okay, wir alle sterben. Aber das Christentum stirbt. Gewisse Ereignisse der vermutlich letzten 100 Jahren führten dazu, dass sich immer weniger den Christentum hingezogen fühlen. Kirchenaustritte erreichen Rekordzahlen und können nur nicht... Aber sind, ja genau, sind limitiert. Noch weiter steigen, weil du einen persönlichen Termin brauchst. Der ist nur für dich und davon gibt es nicht so viele. Und deswegen können nicht mehr Leute gleichzeitig aus der Kirche austreten. Das ist absurd. Das führt natürlich zu absoluter Panik bei den tollen Vorzeigechristen. Weil wie kann die Gesellschaft denn bitte weiter existieren ohne die Werte der Bibel? Wie sollte ich auch sonst darauf kommen, dass Stehlen oder Morden ein No-No ist? Etwa mit meinem gesunden Menschenverstand? Woher sollte ich denn sonst wissen, dass ich meinen Sklaven nur so schlagen darf, dass er nicht sofort stirbt, sondern zwei Tage lang leidet? Ist ja schließlich mein Geld. Oder dass die Kleider... Woher sollte ich denn sonst wissen, dass ich meinen Sklaven nur so schlagen darf, dass er nicht sofort stirbt, sondern zwei Tage lang leidet? Ist ja schließlich mein Geld. Oder... Ja. Dass die Kleidung, die ich trage, nur aus einer Art Stoff bestehen darf. Oder dass Piraten, die ins Rote Meer stechen, von der Mitte ihres Volkes ausgerottet werden sollen. Aber allgemein, Frauen, die menstruieren, sind unrein. Ebenso wie diejenigen, die sie berühren. Aber nur bis zum Abend. Und wie... Ich finde, das klingt alles sehr, wissenschaftlich belegbar, tatsächlich. Ich finde es sehr wissenschaftlich belegbar. Also das klingt alles sehr nachvollziehbar, besonders das mit den Piraten. Zur Hölle sollte ich denn bitte auf die Idee kommen, dass es nicht in Ordnung ist, einem Blinden ein Bein zu stellen? Ich meine, das wäre doch verdammt lustig. Manche Menschen. Da sagt er endlich mal was, ne? Diese dämlichen Christen mit ihren Regeln. Mit ihren verdammten Regeln. Machen mir Angst. Und diese Menschen haben aber auch Angst. Und zwar davor, wer oder was diese hinterlassene Lücke füllt. Wo einst doch die tolle Bibel war. Mit diesem entstandenen Wertevakuum. Brauchen doch die Menschen eine neue Religion. Ich hoffe nur, sie wenden sich nicht dieser Wokeness zu. Ja. Es ist eine Aussage, die manchmal so im Netz getätigt wird, dass es ja wie eine neue Religion ist. Es wird auch meist provokant aufgenommen, weil es auch meist provokant gemeint ist. Es bezieht sich hier quasi auf irrationaler Glaube, Fanatismus. Ja, ich muss sagen, dass wenn ich das so betrachte, vielleicht bin ich dann fundamentaler Wokist. Oder kultähnliche Strukturen. Als wären Homosexuelle ein Fabelwesen wie Feen, Einhörner oder aufrichtige Politiker. Aber Religion auf Aberglauben und Fanatismus zu reduzieren, ist eigentlich nicht fair. Religion ist im Endeffekt wie Tequila-Shots auf einem Kindergeburtstag. Gern so viel du willst, solange es niemand anderes mitkriegt. Und vor allen Dingen sehen wir ja auch sowas wie den Konfuzianismus als Religion. Dabei ist der Konfuzianismus ja eher eine Sammlung von Philosophien und Moral und Ethik. War Konfuzius nicht übel auf Crystal? Hä? Konfuzius hat doch lustige Dinge. Der hat aber auch gesagt, der war doch vollkommen auf Kristallinem. In seiner Opiumhöhle hat er gesessen. Konfuzius sagt, lutsch nicht an deinem großen Zeh. Außer du musst das Gift aussaugen. Und dann sitzt er da und raucht an seine Opiumflasche. Ethiken. Wenn es um Religion und Kults geht, ist wichtig zu verstehen. Die Leute schließen sich dem nicht an, weil sie denken, boah, diese Lore, die ist ja viel geiler als die Scheiße, die mir hier die Wissenschaft erklärt. Antike und Steinzeitmen, lame. Ich will diese komischen Alien-Geister, die brainwashed wurden. Das ist viel geiler, Scientology, Sci-Fi-Shit. Fuck yeah. Ich glaub jetzt das. Ich bin jetzt Scientologe. Was gehört dazu? Was, ihr wollt all mein Geld? Okay, easy. Das absolut Wichtigste bei einer Religion ist Gemeinschaft. Man ist nicht mehr allein. Natürlich ist es mehr, aber vieles, was du in Religion findest du auch in modernen Bewegungen oder Communities. Nehmen wir doch als Beispiel mal die LGBTQ-Community für Wokeness und als Gegenbeispiel die Querdenker-Bewegung. Die LGBTQ-Community ist ja bekannt als Community, aber auch Querdenker sind ja sowas wie eine Gemeinschaft. Ich meine, die sind zusammen sauer und gehen spazieren. Beide haben ihre Weltanschauung, zum Beispiel, wo das Böse herkommt. Für die einen ist es der weiße westliche Kolonialisierungskapitalismus und für die anderen sind es pädophile Eliten, die Kinderblut trinken für noch härtere Erektionen oder so. Also
Ja, so ja. Also ganz vereinfacht dargestellt. Beides sind Wertegemeinschaften, die unterschiedliche Auffassungen haben. Zum Beispiel, was so eine Familie ist und wer da welche Rolle spielen sollte. Die Teilnehmer identifizieren sich sehr stark über diese Gruppen. Und lustigerweise identifizieren sie sich auf eigene Art und Weise als wach. Beide Gemeinschaften haben Online-Erkennungsmerkmale. Die einen zum Beispiel diese komische Flagge und die anderen schreiben Hashtag ungeimpft in ihre Twitter-Bio. Ganz oder where we go once, nee, where we go one, we go all. WWG, oder warte mal, WWGA, nee, WWGIAW, Alter, Digga, weißt du, das ist der wahrscheinlich dümmste abgekürzte Code von irgendwas. Was, wo geht ihr hin? Where we go one, we go all, WWWWDWGWWG, WWWG1WGA? Wie? Bruder, das macht sich auch ganz schlecht auf einem T-Shirt. Ganz eigene Bräuche haben sich hier entwickelt. Für die einen gilt es als gute Sitte, ihre Pronomen in die Bio zu schreiben. Und die anderen finden Gemeinschaft darin, sich alle zwei Tage über irgendwas mit Gendern aufzuregen. Aber was bei beiden Gruppen fehlt, um sich tatsächlich als waschechte Religion bezeichnen zu dürfen, ist wahrscheinlich der Glaubensführer. Das Spirituelle. Ja, genau. Irgendeinen Prophet oder so, der als die Superinstanz und der Maßstab genommen wird. Ne? Aber natürlich gibt es auch hier Leute. Wer könnte denn der Glaubensführer oder der Prophet der Woken sein? Wer könnte unser Glaubensführer sein? Das Problem beim Wokeism oder beim neuen Linkssein, weiß ich nicht, ist, dass das, und das ist ganz wichtig zu wissen, und das wissen nur richtige Linke, dass man nicht links genug für richtige Linke sein kann. Das heißt, es findet sich immer jemand, der linker ist als du und das dann halt auch entsprechend ausspricht. Wie beispielsweise, wenn du sagst, dass du glaubst, dass du links bist, weil du das bedingungslose Grundeinkommen forderst, die Abschaffung des Kapitalismus, aber du gleichzeitig auch sagst, dass der oder diejenige einen Meltdown hat. Dann gibt es jemanden, der linker ist als du und sagt, halt, stopp, du hast gerade behindertenfeindliche Rhetorik benutzt. Meltdown darf man nicht mehr sagen, weil Meltdown bezeichnet den Zusammenbruch von jemandem, der mit einer Behinderung ausgestattet ist. Und deswegen ist das falsch. Deswegen ist das falsch. Es gibt also immer jemanden, der linker ist. Immer jemanden, der linker ist. Und dann gibt es jemanden, der linker ist als derjenige, der gerade den Linken korrigiert hat. Und deswegen kann es für Linke, die linker sind als andere Linke, niemals einen Propheten geben, weil es gibt nicht den Linken. Das gibt es nicht. Es funktioniert nicht. Es wird immer jemanden geben, der etwas findet, dass er bei jemand anders Virtual Signaling kann. So ist es. Deswegen kann Wokismus oder Woke sein keine Religion sein. Ne? Für die der Alpha-Linke. Nee, das geht nicht. Funktioniert nicht. Die ganze Genderei eine sehr spirituelle Erfahrung ist. Und auch unter Querdenkern gibt es den ESO-Trend der germanischen Heilkunde, die sogar einige religiöse Fanatiker in den Schatten stellt. Ganz davon abgesehen, dass manche Querdenker auch ihren christlichen Glauben mit in die ganze Sache einwursten. Am Ende ist es mit Glauben ja immer so. Für die anderen ist es ein Glaube, für einen selbst ist es die Wahrheit. Die Erkenntnis, die Erleuchtung. Ich habe Gott gespürt in meiner Hose. Lustigerweise gibt es bei diesen ganzen Bewegungen noch eine andere Parallele zu Religion. Ich meine, bei den Christen war ja immer schon dieses Ding, die haben sich über irgendwelchen Bullshit zersplittert. So, wie groß war Jesus Gemächt? Und die wichtigste Frage, wer Boss? Aber wie die Frage, was ist das richtige Christentum? Gibt's jetzt die Frage, was ist der richtige Feminismus? Oder was darf sich Feminismus nennen? Ist Feminismus intersektional transklimaaktivistisch? Muss das so sein, damit es sich so nennen darf? Man kann hier gerne beobachten, dass nicht über die Themen selber gestritten wird, sondern ob man sich mit den Ansichten so nennen darf. Und auch lustig ist, die Gruppen benennen sich gegenseitig. Gut, klar, weil sie sind ja der Feminismus und die anderen sind TERFs. Und was es da sonst noch nicht so Lustiges gibt. Ich glaube, bei LGBTQ gibt es manchmal die Diskussion, wer sich beim Plus mit angesprochen fühlen darf. Oder welche jetzt die richtige Flagge ist, weil dann irgendwie Microsoft kommt und sagt so, hey, die Flagge, die ist doch besser. Da ist wirklich alles drin. Ob Religion jetzt das... What?
richtige Wort ist, ist schwierig, weil die meisten Leute würden es wahrscheinlich in den falschen Hals kriegen und damit ist es ja dann nicht richtig, wenn du nicht so verstanden wirst, wie du willst. Aber dass es etwas füllt, was früher Religion gefüllt hat, Community, Weltanschauung, Werte, ist nicht falsch. Auch wenn diese Transzendente nicht da ist, also dieses an, über Gott glauben und so ein Shit. Glauben die alle an Gott? Glauben Buddha an Gott? Ja, Buddha glaubt an sich selbst. Der ist tot, oder? Man weiß es nicht so genau. Ist Hitler tot? Hoffentlich. Und es gibt einen vor allen Dingen... Hast du gerade gesagt, dass du hoffst, dass Hitler tot ist? Bruder, das ist ja menschenfeindlich. Du kannst doch nicht einfach irgendjemanden da draußen, so sehr er doch ein Verbrecher ist, wünschen, dass er tot ist. Oh. Drecksschwein. Hofft er einfach, dass Adolf Hitler tot ist? Ekelhaft. Eins, Identifikation. Und wir lieben Identifikation. Uns Label zu geben, dass ich Veganer bin oder ein Ally bin oder ein Querdenker oder ein glücklich. Aber ist das, was hier passiert, auch gut? Dass wir nicht mehr die Werte der Bibel leben, wie wir das ja total gemacht haben die ganze Zeit. In unserem christlich geprägten Abendland. Ich meine, es ist offensichtlich ein Common Sense, dass so manche dieser Bewegungen etwas radikalisierend sein können, etwas kultisch. Klassiker ist ja da, dass sie einen quasi abkopseln. Sie sind jetzt die neue Familie und trennen dich von allen Leuten, die doofe Werte haben. Und es ist so die Angst, dass wir super viele Splittergruppen haben und dadurch alles halt mehr gesplittert und gespalten wird. Spaltung der Gesellschaft kennt man nicht. Ist nicht, ne? Nie gehört. Prinzipiell wäre es ja gut, wenn man sowas hätte wie so ein bisschen Basismoral und Werte, so Basisidentifikation. Dass wir wenigstens sagen können, so, yo, wir streiten uns bei diesem Thema. Am Ende können wir wenigstens sagen, Star Wars Episode 8 ist scheiße. Da finde ich irgendwie so ein so deutsches Grundrecht und so ein Kack irgendwie. Ja, aber sehr viele Leute stellen sich jetzt nicht hin und sagen, ja, wenigstens bin ich deutsch. Keine Ahnung, finden sehr viele Leute nicht so geil. Und sich aufs Grundgesetz zu identifizieren, sorry, ist fucking lame. Ist so, ja, okay, da steht cooler Shit drin, so Menschenrechte und sowas, finde ich geil, aber lame. So, ich mag das Grundgesetz, das ist keine Ahnung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alter. Ich fass mal deine Würde gleich an, Alter, und dann schrubbe ich die sauber. Andererseits ist aber auch so, man identifiziert sich ja nicht nur mit einer Sache. Manche Menschen sind ja nicht nur Veganer und das ist alles in ihrem Leben. Sie sind eventuell auch Menschen, die nachts ins Bett gehen. Ich sag mal so, wenn du Bock hast, mit jemandem Fremden etwas zu finden, wo ihr eine Gemeinsamkeit habt, dann findest du einen. Die meisten Menschen haben einfach nur keinen Bock drauf. Die wollen sich streiten. Die wollen sich von Leuten abkopseln. Weil für die eigene Identifikation stehen die Leute gerne auf Feindbilder. Oder wie sagt man? Ein gemeinsamer Teufel verbindet mehr als ein gemeinsamer Gott. LGBTQ hat auf jeden Fall ihren eigenen Teufel. J.K. Rowling. Ja, so, ja, okay, gut. Was wusste ich? Was bei diesen Gruppen nervig sein kann, wie bei einer Religion. So wie Christen denken, wenn sie die Bibel auswendig gelernt haben. Sie haben jetzt Ethik durchgespielt. So viele Leute, die quasi die Schriften ihrer eigenen Gruppe auswendig gelernt haben und jetzt allen predigen und vorschreiben, als wäre es das absolute Nonplusultra. Weil das da steht und Betroffene sagen das, also muss. Was gerne dafür ausgenutzt wird, ist die Wissenschaft. Weil Wissenschaft bildet Hierarchien, ne? Der mit dem doktorigsten Doktortitel, der hat den Doktor und hat recht. Manchmal wird ja Wissenschaft als Konkurrenz zur Religion gesehen. Ich glaube nicht. Ich wissenschafte. Weil es ist natürlich cringe und absoluter Bullshit. Weil super viele wissenschaftliche Erkenntnisse kommen ja von religiösen Menschen. Das schließt sich ja nicht aus, ne? Mendelsche Gesetze mit diesen Blumenfarben und so. Hm? Habt ihr im Bio aufgepasst? Ich nicht. Ich musste den Shit nochmal googeln. Dabei ist er Leistungskurs gewesen. So ein Loser. Oft sind da auch Menschen von der eigenen Arroganz getrieben, weil Wissenschaft ist ja das... Ich weiß nicht mehr, wo das Video hin will, tatsächlich. Am Anfang dachte ich, okay, jetzt wird's irgendwie... Aber ich weiß gar nicht, wo das hin will. Oder? Weiß jemand, wo das Video hin will? Was die schlauen Menschen glauben. Und ich bin schlau. Also glaube ich einfach das, was der glaubt, weil der sieht auch schlau aus. Du bist so ein Schlafschaf, ne? Mein absoluter Horrorsatz ist ja, da ist die Wissenschaft sich einig. Oft stimmt das halt absolut nicht, weil die Leute einfach nur das rauspicken, was ihnen zustimmt. Und ja, klar, wenn 99 von 100 Wissenschaftler das eine sagen, dann sollte man ihnen zuhören. Das wird schon seinen Grund haben. Aber es gab auch Fälle, wo dann ein Wissenschaftler was anderes gesagt hat und alles auf den Kopf gestellt hat und recht hatte. Wahrheit entsteht halt nicht, weil Menschen mit hohen Titeln sagen, dass es wahr ist. Und es ist das absolute Fundament der Wissenschaft. Immer davon auszugehen, dass man eventuell nicht recht hat. Ich meine, wenn du davon so überzeugt bist, dann solltest du es ja erklären können. Wie Einstein schon gesagt hat, wenn du es einem 6-Jährigen nicht erklären kannst, dann verpiss dich aus meinem Büro. Psst, Kacknoob. Hier ist natürlich dieses Ding, Wissenschaften wie Mathe, Physik und sowas sind gut erklärbar und beweisbar. Vieles, was wir herausgefunden haben, hat dazu Alter, hä? Worum geht's denn? Worum geht's denn jetzt? Bis hierhin war es übel geil, aber dann auf einmal irgendwie komisch.
führt, dass wir auf den Mond geflogen sind und so ein Shit. Also kann man davon ausgehen, dass es stimmt, ne? Sozialwissenschaften ist ein bisschen schwieriger zu beweisen. Vor allen Dingen handelt es sich hier oft so um Konstrukte, die man auch anders konstruieren könnte. Bei Dingen wie toxische Männlichkeit wird ja oft die Frage in den Raum geworfen, wegen ist das real oder nicht? Aber das ist eine völlig dumme Frage, weil hier geht es ja um Probleme, die real sind, die unter diesem Konstrukt zusammengefasst werden. Aber ist die Frage, ist es sinnvoll, in diesen Konstrukte zusammenzufassen, um das mehr Verständnis zu bringen? Oder führen wir einfach nur so dazu, dass wir ein weiteres Buzzword haben, was wir einfach um die Ohren hauen können? Wissenschaft ist ein Weg zum Rausfinden, Erklären, Erforschen oder was auch immer, aber nicht zum Recht haben. Und so wie man Religion und Wissenschaft getrennt sehen sollte, sollte man auch manche Bewegungen und Wissenschaft mehr getrennt sehen. Was jetzt nicht heißt, dass man in diesen Bewegungen nicht wissenschaftlich arbeiten kann. Was ist denn eure Religion? Sagt nicht Spaghetti Monster, das ist abgedroschen. Jedis leider auch, das wurde leider verkauft und ist jetzt lame as fuck. Aber was auch immer ihr glaubt, denkt dran, wenn ein Mann mit einer Frau während ihrer Menstruation Sex hat, sollen sie beide ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. What the fuck soll ausgerottet werden? Alter, das ist ja... Hä? Am Ende konnte ich nichts mehr... Ich konnte nichts mehr Zusammenhängendes erkennen. Das war dann nur noch so ein weirdes Buzzword-Gespringe. Kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, Chat. Wenn ihr dazu was sagen könnt, dann sagt's mir. Aber ich kann es nicht. Ich kann das nicht einordnen. Der Anfang war sehr unterhaltsam. Das Ende war super komisch.